Dann müssen wir gleich mal gucken. Ups. Das war in und um Halle herum. Ich kenne Taxifahrer, die besser fahren als Sie. Und geblitzt. Super. Super, super, super. Okay, ja. Wieso machen wir eigentlich keine Pause? Nö, dass jetzt alles auf einmal kommt, das, wie nennt man das noch gleich? Na, wer weiß es, wer weiß es? Richtig, das ist Murphys Law. Ja. Sind wir bei Rot drüber gefahren? Nein, 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 das habt ihr geträumt. Das kann ich mir nicht. Das wird der Tetra-Gamer niemals tun, bei Rot über eine Ampel fahren. Also ich bitte euch. Wow! Wer hat denn hier den Kreisverkehr hingebaut? Leute, Leute. Und dann auch noch geht's direkt hier. War da Um nicht gerade ein Asthof? Gottes Willen. Gut, dann werden wir die Rast auf jeden Fall hier an der Station selber tätigen. Also ich werde die Leute einchecken lassen. Und dann wird auch gleich gerastet. Auch schick. So, Türen auf. Motor aus. Wieso machen wir eigentlich keine Pause? Was machen wir doch? Grüezi. Ich benötige noch ein Ticket für die Fahrt. Nach Schwerin. So soll es sein. Da haben wir es ja schon. Zack. Danke. Ja, bitte, bitte. Salut, ich hoffe, ich bin hier richtig. Das sieht ganz gut Auf geht's. aus. Ja, gleich. Wir machen aber erst Hallo, noch hier, mein Ticket. Freiburg, nee, mein Lieber. Das. Menno! Servus, das Ticket. Bitteschön. Jawohl, Ciao. dankeschön. Ciao. Ich würde gerne mal eine Zigarette rauchen. Hier, mein Ticket. Jawohl. Danke sehr. Danke, bitte, meine ich. Da noch. Achso, der hatte schon. Der wollte nicht mehr. Dann machen wir doch. Scheiße. Ah, ich habe eine Idee. Werden den Zeitraffer betätigen. So. Dann gehe ich so lange rein. Willkommen bei Genau. Flixbus. Lass die Freut uns, schöne dass Sie an Nachricht Bord sein und wir abspielen. gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Dann klicken wir gleich auf Fahrt starten und direkt darauf, Hier ein paar also direkt danach auf Rasten. Auch bei uns im Und dann gucken wir mal, ob das denn wohl klappt. Bitte schnallt euch deshalb, während Sie Lass dich überraschen. Und derzeit schauen wir uns mal hier in Halle diesen wunderschönen Busbahnhof an. Schick, schick. Okay. Hier ist ja richtig was los. Ist ja nicht zu glauben. Ist hier unten? Smartphone. Jawohl. Da ist es auch schon. So. Na. Zack. Können Sie mal eine Pause einlegen? Das machen wir genau jetzt. Sehr schön. So. Dann wollen wir mal wieder Aufmerksamkeit und wünschen rein eine in den entspannte Bus. Fahrt und
viel Spaß an Bus. Bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Ist ja ordentlich. Ordentlich gefüllt mittlerweile der Bus, was? Und sie will wieder nicht. Hallo. Dankeschön. 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 Da, hallo. Dankeschön. Dankeschön. Mit denen am Fenster ist das immer nicht ganz so einfach. Ah, das ging jetzt. Aber sie? Nee. Sie kriege ich nicht. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone, aha, so you can take advantage, aha, of our many exclusive online, aha, discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with, okay, us on Facebook. Of course, der stand da jetzt halb im Bus drin. Send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now we can finally set off. Thank you for listening. So. We have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Hab ich alle? Oder? Jawohl. Sehr schön. Na. Dann können wir ja unsere Fahrt direkt mal fortsetzen. Nicht wahr? Also, wenn... Spinnt der? Drin wachsen schon Eiszapfen. Ich hab doch gerade... Okay. Ist doch alles an. Ich muss noch mal raus. Ach, das war das Problem. Okay. Gut, wir haben vielleicht ein paar Gepäckstücke verloren. Wie war noch mal das WLAN-Passwort? Was denn? Ist doch an. Zu doof, ein Passwort einzugeben oder was? Ja, aber da kann ich doch nichts für, Fräulein. Hör mal, das ist aber nicht nett, dass du mich deswegen anmeckerst. So. Gut. Ja, haben wir Magdeburg auch schon wieder geschafft. Ich war übrigens mal in Magdeburg. Das war irgendwann in den 90ern. Und zwar war dort die deutsche Jugendmeisterschaft der Tambour- und Verfahrenkorps. Und wir sind tatsächlich damals mit dem Spielmannzug Dingden Lankern e.V. deutscher Meister geworden. Also deutscher Jugendmeister. Man stelle sich vor. Ja, lang ist's her. Okay. So, lieber nicht zu schnell fahren. Ach, hier ist wieder 100. Wollte gerade sagen. Wir haben gelernt, in Magdeburg hängen ganz gerne mal Blitzer herum.
Und diese blitzen sogar. Das muss ja jetzt nicht nochmal sein. Kriegen wahrscheinlich so schon Ärger genug mit dem Chef. Der macht sich ja kein Bild, wie das wirklich ist, hier auf dem Bock zu sitzen. Der sitzt ja nur mit seinem fetten Hintern im Sessel und schimpft uns aus wegen nix. Nicht wahr? So ist das mit den Chefs. So. ...118 Kilometer, also... Ach! Wir fahren nach Magdeburg, natürlich. Wir waren ja gerade erst in Halle. Ja. Ich bin schon wieder völligst verwirrt. Völligst verwirrt. Ist doch nicht zu glauben. Aber ich glaube, das war ziemlich geschickt, dass wir unsere Rast mit dem Halt dort verbunden haben. Denn wir hätten uns ganz schön viel anhören müssen bisher. Weil wir ja hier wirklich keine Möglichkeit haben zu rasten. Okay, mitten auf der Straße. Das offensichtlich geht das zwar, aber das gibt dann auch wieder Abzug und... Nee. Das wollen wir ja nicht. Aha. Okay. Ja. Siebzig, gut. Hier dürfen wir wieder, alles klar. Es war wahrscheinlich nur, um uns wach zu halten. Mal eben so eine kleine Geschwindigkeitsbegrenzung reinhauen. Wenn wir durchgeballert wären, geblitzt worden wären, wahrscheinlich nicht, sondern nur angemeckert worden. Gehe ich mal davon aus. Was haben wir hier wieder? Natürlich wieder 70. Natürlich 50. Ach, schau mal an. Die Kirchturmglocken läuten. Warum sie dies um... Entschuldigung, ich müsste mal... Ja, Verzeihung, darf ich mal so... Warum sie jetzt um 23.23 Uhr läuten hier, weiß ich zwar nicht, aber sie tun es. So, weiter geht's im Text. Durch die ländliche Idylle des Ostens, das haben wir auch noch nicht gemacht, hier im Osten unserer Republik über die Dörfer zu fahren. Das haben wir in Ostwestfalen mal gemacht, was ziemlich nervig war, weil uns da ständig unsere Fahrgäste angemault haben, dass sie eine Pause machen wollen. Aber damals ging das ja noch nicht so richtig. Da fällt mir übrigens ein, wir hatten jetzt garantiert in dieser Aufnahmesession eine Jubiläumsfolge. Oh fuck.
Und ich komme jetzt mit Sicherheit auch viel zu spät damit. Aber nichtsdestotrotz, nachträglich, liebe Fernfahrerinnen und Fernfahrer, Happy Anniversary to you, Happy Anniversary to you, Happy Anniversary, Happy Anniversary, Happy Anniversary to the Fernbus-Simulator, Folgen, Gelumpen, Rotz, Gedings. Ja, okay. Ich höre jetzt auch mit dem Gejaule auf, versprochen. Ja. Sie sehen auch den Wald vor lauter Bäumen nicht, nicht wahr? Was? Also, ich habe meine Brille nicht auf. Das könnte natürlich ein hiesiger Grund dafür gewesen sein. Ah. Ist der Fahrer betrunken oder warum fahren wir so? Ja, das ist ein bisschen so. Wir sind schon lange unterwegs hier, hör mal, Kollege. Ja. Seit 7 Uhr sind wir hier. Sitze ich hier am Lenkrad und zwischer mir all Wodka nach dem anderen. Also, weiß Bescheid, ne? So. Ja, so blau tun wir Tetrabus fahren. Wenn beim Morgen joint uns die Sonne bräunt. Was? Oh. Alles verschüttet. Entschuldigung, ja, ich hab's leider zu spät gesehen. Aber Hauptsache den Blinker immer noch links. Oh Mann. Okay, ich bin aber nicht der Einzige, der ständig links blinkt. So. Aber gleich müsste dann doch auch theoretisch mal das Schild kommen. Die Abfahrt kommen. Ja, da ist sie auch schon. Wollte auch schon sagen, das hätte mich dann doch jetzt arg gewundert, weil die 52 Kilometer jetzt auch schon eine ganze Weile wieder da veranschlagt sind und gleich vermutlich auf 20 oder 26 oder so runterspringen werden. Einen Führerschein gemacht. Ach, das wisst ihr doch. Hab ich euch doch alles schon erzählt. Leute. Müsst mir auch mal ein bisschen zuhören, wenn ich was erzähle. Oh. Ihr Orientierungssinn ist nicht so ausgeprägt, kann das sein? Nein, deshalb habe ich ein Navigationsgerät dabei. Das ja, ist ja der einzige Grund. So, 80. Ist klar. Und gleich bin ich wieder zu langsam oder was unterwegs hier. Nee. Leute. Ach, guck. 13 Kilometer, ja. So, da dürfte es dann gleich ganz schnell wieder auf die 50 runtergehen. Ja. Jetzt fahre ich wirklich wie ein Betrunkener. Tada! Im nächtlichen Magdeburg, morgens um 0 Uhr, also nachts, also, ne? Mitternachts. Okay. Ist auch sehr sinnvoll, hier an der roten Ampel zu warten, wenn kein Auto kommt, ne? Da macht immer am meisten Spaß, wenn man dann so an der Ampel steht. Und weit und breit ist gar kein Auto zu sehen.
Da weiß man dann, wofür man steht. Eben einfach nur für die Regeleinhaltung und für sonst gar nichts. Naja. Ups. Was geschehen hier für merkwürdige Dinge? Okay, da müssen wir dann links. Natürlich. Denn links ist ja auch rot. Hoppala. Dankeschön. Zu freundlich. So. Drei Kilometer. Das ist dann ja auch wirklich nicht mehr viel. Deswegen starten wir einfach mal ein kleines Überholmanöver. Also manchmal bin ich halt doch ein kleiner, sehr illegaler Busfahrer. Nicht wahr? Aber nur manchmal. So, ihr... Sicherheitshalber. Das sieht mir schon wieder alles sehr komisch aus. Keine Fahrgäste und so. Sicherheitshalber speichere ich jetzt nochmal ab.